Nein zu einer Verfassungsänderung. Nein zu Premierminister Matteo Renzi. So lautet die Botschaft aus Reggio Emilia im Norden Italiens. Manlio Di Stefano, der seit 3 Jahren für die Fünf-Sterne-Bewegung im italienischen Parlament sitzt, ist mitten im Wahlkampf. Ginge es nach ihm, wärmt er sich bei diesem Referendum nur auf für Neuwahlen in Italien. Macht ein Kreuz für die Freiheit, ein Kreuz, mit dem ihr der politischen Kaste geht zur Hölle zuruft. Mit politischer Kaste meint Di Stefano nicht nur Italiens Politiker, sondern auch die, wie er es nennt, Elite in Brüssel. Der 35-Jährige ist überzeugter Euroskeptiker und will so bald wie möglich raus aus dem Euro. Die Europäer sind es doch leid, dass ihre Institutionen nur noch im Dienst der Banken und Finanzzentren stehen. Nehmen Sie das EU-Parlament. 90% der Arbeit dort dreht sich um Bankenrettung und darum, Geldströme zu lenken. Solche Kommentare kommen hier gut an. Nach Jahren wirtschaftlicher Stagnation sind viele Italiener frustriert und suchen einen Sündenbock. Europa muss weniger technokratisch werden. Es ist ein Europa der Banken, nicht mehr das Europa der Bürger. Auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung stellt Di Stefano klar, die EU sei für ihn an sich nicht das Problem, nur müsse sich eben einiges ändern. Er fordert zum Beispiel, die Russland-Sanktionen aufzuheben und EU-Verträge wie den über Migration neu zu verhandeln. Wenn wir die Europäische Union nicht grundlegend verändern, wird sie scheitern. Das ist doch offensichtlich. Dieser Mann ist sogar bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Der Chef der rechtspopulistischen Liga Nord, Matteo Salvini. Er fischt, wie er es selbst nennt, nach Nein-Wählern auf diesem Markt in Mailand. So wie Di Stefano ist auch er Putin-Sympathisant. Er will raus aus dem Euro und vielleicht sogar raus aus der EU. Brexit, Trump und unser Nein beim Referendum. Ach ja, und dann ist ja noch die Wahl in Österreich, die Hofer gewinnt. Das sind 4 saftige Ohrfeigen in das Gesicht des Establishments. 4 Gewinne für die Bürger. Student Paolo, der die Ja-Kampagne unterstützt, fällt es immer noch schwer zu glauben, dass die Regierung so unter Druck geraten konnte, von links wie rechts. Salvini und Grillo, die beiden Anführer, sind 2 Seiten einer Medaille. Sie sind Leute, die nicht mit Fakten und mit dem Kopf überzeugen, sondern nur mit Emotionen und Angst. Es riecht nach Rebellion im Land. Und die Populisten hoffen, dass der Wind des Wandels aus den USA und Großbritannien auch die Italiener erfasst.